So, hi Leute, willkommen zur Runde Nummer 2 hier in diesem Fotobattle mit Ida. Mit Natascha. Und einmal der 5D Mark II mit einem 50mm 1.8 für 100 Euro. Und der Nikon D7200. Mit dem Nikon 50mm 1.8. Also ihr seht nicht die teuersten Linsen und trotzdem bestimmt nicht richtig geile Bilder. Welche dabei so entstehen? Viel Spaß, let's the battle begin. So, Natascha, neue Location, neues Outfit, ja. Neues Objektiv. Deine 5 Minuten laufen jetzt. So, du kommst mit. Stell dich erstmal ganz lässig so davor. Guck mal, hier ist auch trocken, das ist gut. Oh, 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 Lüftung, okay. Komm ein bisschen weiter nach vorne, das ist sonst sehr viel, okay. Kannst du dich mal seitlich ein bisschen, ja, das ist gut. Das ist natürlich... Das ist natürlich sehr gut. Ja, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Du kannst mal auf mich zulaufen. Wir versuchen mal was. Leg dich mal hin. Also da musst du hinlegen. Ja, mit dem Arm, dass du den Arm hier drauflegen kannst auf den Strich. Ja. Nee, andersrum. Mit dem Arm hier hin. Ich meinte es ganz anders. Leg dich mal auf den Rücken. Dass du den Arm im rechten Winkel da drauflegen kannst. Und komm mal zu mir. Stopp. Warte, ein bisschen mehr, sodass du den Arm genau auf die Linie legen kannst. Leg dich aber auf deinen Mantel. Los! Leg mal den Kopf zu mir. Guck mal. Ja. Okay, kannst wieder hoch. Magst du dich noch mal auf den Strich setzen? Ich muss mich mal hinlegen hier. Nee, ich bin hochkant heute. Ja, komm noch mal zur Lüftung. Stopp. Ein bisschen seitlicher. Dass deine Haare seitlich fliegen. Ja. Alles klar, ich würde sagen, wir haben es. Okay. Okay, so, wir sind jetzt in der zweiten Location. Ich würde sagen, deine zweite Chance läuft ab jetzt. Okay, los geht's. Wir machen genau dasselbe, was Natascha gemacht hat. Ja. Weißt du noch ungefähr, was sie so gemacht hat? Nein, ich fand das halt auch mega cool hier. Ich würde dich auch gerne einfach mal, wenn du hier so stehst, und ich sag mal jetzt so stumpf, wenn du hier post, so schön so eine Symmetrie mit den Linien auch. Und dann schaue ich mal. 50 mm. Gib mir ganz kurz Zeit. Ja, das Outfit ist mega, das passt super dazu.
kannst gerne noch mal so ein bisschen mit dem Körper und eher so zu mir gucken. Ja, super, genau, mit dem Körper so ein bisschen. Ist das immer? Ja, ja, wir können mal versuchen, dass du ganz stumpf, das habe ich auch mal gesehen, also wirklich nur nach vorne und immer wieder zurückgehst. Genau. Warte, einen Schritt nach vorne, damit wir einen Schritt noch nach vorne. Stopp, ja. Okay, noch einmal straight einfach zu mir gucken. Ja. Kannst gerne ein bisschen Kinn nach unten. Ja, super. Ich wollte aber auf jeden Fall noch mal versuchen mit den Fenstern. Kannst du dich hier oben drauf setzen? Ich helfe dir. Willst du meine Hand nehmen? Geht das? War auch nicht so schmutzig, also wegen dem Mantel, ich glaube, alles cool. Die eine Strähne fällt noch ein bisschen zur Seite. Ja, genau. Perfekt. Wow, super. Bleib so bitte. Bleib so, genau. Nicht zu viel jetzt wegbewegen. Ja, ruhig runter den Kopf. Ja, und zu mir gucken. Super, bleib so bitte. Ich komme gar nicht höher, aber vielleicht nochmal mit den Füßen da drauf. Genau. Eins kann so, genau, super. Mhm. Das mehr anwinkeln, wenn es geht so. Ja, genau, perfekt. Ich fotografiere nicht gerne in den Schritt rein sozusagen, wenn du es irgendwie so ein bisschen, ja, so sieht cool aus. Super. Kopf ein bisschen mehr runter. Ja. So, ganz kurz noch, nimm den Hut mal ab. Kannst du einmal kurz die Haare vielleicht so machen und dann nochmal so, wenn es zurückkommt. Kannst du den hier drauf stellen? Hier so, ja. Geht das so? Ja. Genau. Das Bein ein bisschen wieder, ja, so. Mhm. Also auch gerne mal jetzt nicht in die Kamera gucken, einfach, ja. So Leute, das war's auch von Runde Nummer 2 in diesem Fotobattle. Über dieses kleine I da oben könnt ihr voten, welches Bild ihr besser findet, A oder B. Wenn ihr Lust bekommen habt, auch bei so einem Fotobattle mitzumachen, dann schreibt mir einfach eine Mail mit eurem Portfolio an info@videografie.com und ich schaue mir das alles in Ruhe an. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche bei einer neuen Location mit einem neuen Outfit in Runde Nummer 3 wieder, wenn es heißt Fight! Alter.